Hey und herzlich willkommen zu Torchlight 2. Ja, wir sind abgestürzt und ich bin wieder ein Sellyfish. Hey, und jetzt und muss ich häng noch in der Quest fest. Jetzt muss ich sehen, ob ich irgendwie zu Luzi komme. Mhm. Das war die letzte Aufgabe des Djinns, ne? Ja, du musst dann halt nochmal dahin laufen. Ja, ich laufe. Aber das gehört auch dazu, dass man sowas mal zeigt. Ja, dann hätten wir da besser dann doch ein Wegpunkt-Portal gemacht. Ja, weißt du vorher, dass das Spiel abstürzt? Nö, also. Da kann man uns keinen Vorwurf draus machen. Es ist einfach passiert. Es ist einfach passiert. Ich müsste jetzt, glaube ich, auch mal die Karte, die komische, anmachen. Ja, sie sind in der Tat sehr hässlich. Das ist auch falsch hier, ne? Ja, ich sehe es gerade. Ich mache mal die da. Also die Karte ist und bleibt ein hässliches Ding. Ich steuere jetzt mal mit der Karte, nicht mit dem Bild. Das ist Info für dich, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, lieber Zuschaueres. Sagt man das bei divers? Zuschauende. Liebe Zuschauende und Zuschauenderinnen. Nee, Zuschauende sind schon alle. Ach, Zuschauende. Ja, das ist gegendert. Ja, ich sag ja mal, ich mach's mir einfach. Ich bin einfach dann Kfz-Meisterin. Damit ist das Thema für mich erledigt und wir müssen uns nicht wie die Engländer auch mit diesem Gendering da auseinandersetzen. Mhm. Ich habe da kein Problem mit. Ich bin da von mir aus auch Automobilkauffrau. Ja, auch okay. Nehme ich auch genauso. Es macht mir überhaupt nichts. Mich nervt nur dieses Hickhack, was da immer entsteht. Weißt du, was ich meine? Ja. Ach, das geht hier gar nicht. Das ist hier nur so ein... Es ist nicht so einfach, da schnell mal wieder irgendwo hinzulaufen. Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Wege und die Karte ist und bleibt sauhässlich. Ich freue mich jetzt, wenn du wieder da bist. Oh, du bist so süß. Ich glaube, ich habe den Gin bald erreicht. Den Tonic. Okay. Ich laufe durch völlig totgemetzelte Bereiche. Ich glaube, ich muss da lang. Irgendwie so. Das sieht gut aus, außer dass ich gefühlt dran vorbeigelaufen bin. Ach, hier war eine Brücke, die habe ich nicht gesehen. Aha, hier ist das verfluchte Viertel wieder. Mhm. Da gehe ich jetzt wieder rein. Ja, da musst du einmal durchlaufen wahrscheinlich. Das ist mir klar. Hat alles despawned oder respawned oder? Ich sehe es gleich. Oh, da oben war noch eine Ecke nicht sauber erforscht. Ist aber auch nichts. Ist aber auch nichts. Da möchte ich gern lang. Und jetzt da. Das war ich aber sehr unpräzise beim Lenken. Ich habe es schon besser gemacht. Den kleinen blauen Punkt. Aber ich gucke auch irgendwie auf die Karte und auf den Punkt. Also es ist irgendwie blöd. Hui. Wir bewegen einen kleinen blauen. So. Kleinen blauen Punkt. Wo waren wir denn da? Was ist denn da passiert? Ach, das war der Dekoarm, der nach mir schlug. Und dann noch Schaden machen kann. Da vorne ist ein Sternchen. Aha, dann gehe ich hier nochmal durch. Ich mache jetzt mal die Karte wieder auf normal, auf die kleine oben in der Ecke. Ja, ich bin da. Jetzt würde ich gerne mal leveln. Und den Hund versorgen. Oh, 22, aber taugt nix. Leinengürtel, eine Halbfeldschlange, Verbundhandschuhe. Die sind wie ganz schön, dass du da bist. Ja, ich finde auch schön, dass ich da bin. Hallo, mein Schatz. Was hast du so gemacht, während ich weg war? Gewartet. Und was? Dass wir jetzt endlich hier rauskommen, weil ich kann hier überhaupt nichts drin machen. Und war schön, das Warten? Nee. Nein? Das tut mir jetzt noch mehr leid. Und mein Tier steht schon oben auf der anderen Plattform, wo wir hin müssen. Okay. Ja, ich habe das mal gemacht. Und dann würde ich gerne noch hier Charakter... Ich bewege mich jetzt nicht. Ich bin durch das Portal gerutscht. Oh, du bist durchs Portal gerutscht. Ja, genau. Hi. Hi. Heidi, Bubaidi. Was hängt denn hier in der Luft? Ach, das ist dieser Kampf hier. Der wird very strange. Macht der da? Ja. Das ist strange. Life is strange. Ey, lass mich an den Bogen. Ach, die Schwerter bekämpfen mich. Hä, was müssen wir... Ihn können wir gar nicht angreifen. Noch nicht. Der tut uns erstmal ein bisschen mit uns spielen und dann kommt er aber. Ist er. Aber dann wird er ja gleich... Wo ist er denn? Da unten.
So. So. Wir machen auf jeden Fall gut Schaden. Es geht richtig schnell hier. Ja, aber der. Das funktioniert ja so nicht bei diesem. Wie du siehst. Ja, ja. Da hat er den nächsten geschickt. Die kleine Kröte. Achso, ich tu mal meinen Hund verwandeln. Okay. Naja, dann ist er auch ein bisschen kampfstärker. Jetzt schon wieder. Oh, der Fuzzi, ey. Der Fuzzi, genau. Jetzt sind sie auch noch zu dritt. Ja, ja, aber man muss den richtigen bekämpfen. Nicht die falschen. Müsste jetzt geklappt haben. Ja, aber er kommt jetzt gleich wieder. Mhm. Der hängt ja immer noch da. Ist ein bisschen schwierig. Also ich komme mittlerweile zum Schluss, dass ich doch ganz gut Schaden mache. Ja, ja. Auch wenn das sich für mich nicht so anfühlt, weil ich hatte echt einen Charakter, der war so magisch, so mächtig. Da habe ich ja echt, das war ein einziges Massaker. Ja, ja. Aber das hier geht auf. Wo ist er denn jetzt? Da, in der Mitte, glaube ich. Ja, ja. Da ist er. Ja. Ah, wir haben ihn. Yay. Hier muss er irgendwo noch... Ach, da ist er nochmal. Ach nee, das ist ja unserer. Redest du ihn auch an? Ja. Alles ist genauso gekommen, wie ich es wollte. Ich habe meine Lampe der Mirakel. Endlich bin ich frei. Ich gestehe, diese Lampe ist viel wertvoller, als ihr ahnt. Ezrek Khan hat sie mir vor langer Zeit gestohlen und jetzt, da ich beide habe, bin ich frei und meinem ältesten Rivalen überlegen. Was eure Wächterin betrifft, euer Sieg über Ezrek Khan hat die Magie geschwächt, mit der man sie gebunden hat. Ihr solltet ihr jetzt gegenübertreten können. Mein Teil des Handels ist erfüllt. Der hat übrigens Deutsch gesprochen. Der war synchronisiert, den hätten wir gar nicht vorlesen müssen, da hätten wir nur die Klappe halten müssen. Es tut mir leid. Nee, es fiel mir auch erst so mit einem Ohr auf und das ist, oh, der redet ja Deutsch, den brauchen wir gar nicht synchronisieren. Ach, ich bin schon in Serifesh. Das ist ja erfreulich. Ich bin unterwegs nach Serifesh. Ich habe hier eine Zeitgabel, die könnte dich vielleicht interessieren. Mhm. Zeitgabel, 238 Schaden pro Sekunde, durchschnittliches Angriffstempo, Elektrizitätsschaden, Erheuerschaden, Eisschaden, leerer Sockel. 10% zurückstoßen, 6% Bonus auf Attribut Fokus, 3% Mana bei Treffer geschult, 1 Meter mehr Reichweite, 5% Gesundheit von Begleitern und Dienern, Aufladerate um 5% erhöht, plus 13 Eispanzer, erhöht jeden Eisschaden um 3%, übermittelt 5%ige Chance auf Einfrieren für 5 Sekunden, übermittelt 1%ige Chance, dass das Ziel 12 Sekunden lang flieht, übermittelt 5%ige Chance, das Ziel bewegungsunfähig zu machen für 4 Sekunden. Vergiss nicht, Luft zu holen. ja. Warte, dass Werte Glutstein-Magier die Handelsanfrage akzeptiert. Ach ja. So. Ich weiß nicht, wann du den benutzen kannst. Kannst du dir ja mal angucken. Okay. Ich kann ihn schon benutzen. Boah, ja gut, ich bin ja kein Magier. Ich habe ja zwar auch einen Zauberstab, aber ich bin ja kein Magier. Oh, der hat ein Ausrufezeichen. Ich gehe aber erstmal zum Verkaufermann. Ich gehe mal zu der Neuen da, die angeblich ja seltene Sachen für uns hat. Naja, so richtig seltene Sachen hat die aber nicht. Plus 216 Gesundheit. Wo ist denn da dieser Giftring mystisch? Welcher von beiden ist denn das Giftring mystisch? Zieh ich mal aus und dann ziehe ich doch hier den hier an. Hat er gute Sachen heute? Nee, ich verkaufe und checke dabei mein Inventar. Ach so. Und das hier... Aha, das hier wäre Giftpanzer. Ich bräuchte aber tatsächlich am ehesten noch Eispanzer. Der ist mal mir am schlechtesten. Da muss ich einen Eispanzer reinmachen, muss ich an die Kiste. Den hier werde ich mit dem 8er
Elektropanzer drin. Das kann ich so verkaufen, den Ring. Da brauche ich mich gar nicht drum bemühen. 23, das ist ja schon schön, aber es hat echt keine Sockel. Und ich brauche auch andere Klamotten mal mit Sockeln wieder. Ich habe ja auch noch einen Glutstein-Herzgürtel, der sehr geil ist. Den will ich gerne irgendwann mal anziehen. Aber aktuell geht es noch nicht. Ich bräuchte Fokus 75 oder Stufe 39. Na gut, das ist ja irgendwann passiert. Viel Bonus. Brauchst du einen Helm mit viel Bonus auf Geschicklichkeit? Brauchst du Geschicklichkeit? Was aber willst du mir den geben? Er hat keinen es ist ein Seraphin Niquap der Beweglichkeit halt, ne? Aber ja. Also ich bin momentan ganz gut aus. Ja, gut, ich verkaufe das. Giftpanzer. Dann haben wir hier 16 und 107 Gesundheit, aber wir haben halt keinen Sockel dran. Das ist nix. Ich mach's mal wieder richtig. Das Ding ist auch nix. Das ist sowieso nix. Die Stiefel sind nix. Der Feuerschwall-Elektroring ist nichts. Die sind halt schon schön. Die würde ich, glaube ich, gerne, die nochmal zerstören. Da kann ich auf alle Fälle einen Elektropanzer noch mitverkaufen. Die Stiefel sind natürlich schon gut, aber das andere ist halt das Set. Aber 6 Bonus, 53, aber dann ist das Set nicht mehr so gut. Wenn ich denn den Zauberstab mal benutze, weil ich dann die tue. Oh, ich muss die Stiefel... Oh, ich habe ja gar keine mehr an. Achso, die wollte ich auch ändern. Soll ich die Stiefel mal anprobieren? Ich meine, die haben mehr Rüstung, ne? Dann habe ich mal ein bisschen Bonus auf Stärke halt, ne? Ist ja auch gut. Naja. Ich bleib erstmal beim Set. Die Stiefel, die behalte ich. Die räume ich in die Kiste. Ja. Achso, habe ich jetzt verkauft? Jetzt habe ich verkauft. So. Dann renne ich mal kurz da hoch und werde mal kurz hier die Handschuhe wieder mir entsockeln lassen. Dann kriege ich jetzt den da rein. Der ist halt immer noch mies. Jetzt könnte ich hier auch Eispanzer. Also ich habe jetzt Möglichkeiten. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann kommt der da rein. Jetzt haben wir Eispanzer höher. Jetzt ist das niedrigste Feuerpanzer. Dann kommt Feuerpanzer da rein. Dann haben wir ja gut, Gift ist immer... Ne, Gift war eigentlich das Schlechteste. Schade. Oh, die kann ich auch noch verkaufen. Ne, der nicht. Der kommt dahin. Die kann ich verkaufen. Den hätte ich ja halt gerne in der Waffe drin. Der kommt dann in die Waffe rein. Ja, der Stiefel, der kommt da rein. Der hier, der kann ja schon weg. Und ja, das ist eine Erinnerung noch so hier. Guck mal darüber, das kommt da hin. So, umsortiert. Umsortiert? Ja, einmal verkaufen gehen. Dann kannst du jetzt hier mal mit der Lady sprechen. Ja, ich rede sofort mit der Lady. So, alles verkauft, oder? Ich muss noch kurz nochmal zum Magiemann. Tut mir leid. Tut mir leid, dass das so lange dauert. Dann werden erstmal hier die Handschuhe verzaubert. Das Glück ist mit euch. Aha, Fokus ist gut. Ihr habt Glück. Und Vitalität ist auch gut, das hat sich echt gelohnt. Und den Ring hätte ich auch gerne noch verzaubert. Das kostet, das bringt plus 5 Mana, aber es ist mir zu teuer, jetzt das Weitere zu machen. Haben wir sonst noch was gewechselt, was noch irgendwie... Nö. Die verzauber ich nicht mehr, die wird ausgetauscht bald. Gut. Sehr schön, dann rede ich mal mit der Dame. Ja. Wächter der Luft. Ihr habt Esverkan getötet. Damit habt ihr die Verzauberung aufgehoben, welche die Wächterin des Manas im Bann hielt. Ihr könnt sie jetzt bezwingen, ohne sie zu vernichten. Die Esor hier haben die Wächterin zur Festung Klamburg in der Salzöde gebracht, wo sie ihre Truppen für den Angriff auf Sarifesh sammeln. Geht, kämpft euch durch die Esor hier und befreit die Wächterin. Jawohl, das werden wir tun. Wir werden die Wächterin befreien. Aber nur wegen der Belohnung. Aus keinem anderen Grund. Wir haben eine Quest bekommen. Na dann auf wie. Aufi, wir müssen in die Salzöde.
Schon wieder? Ja. Oh. Immer dieses Gerenne. Oh. Du armes Ding. Ja. Du musst hier immer so viel rennen. Gut, dass ich ein Auto hab. Ja. Ja. Und hinter mir läuft mein Möbelchen. Das geschwindigkeitsmäßig gefühlt kaum mehr mitkommt. So, wo müssen wir denn hin? Wahrscheinlich hätten wir jetzt sogar ein Portal nutzen können. Tja. Wir müssen jetzt wieder komplett hier durchlaufen. Wir haben auch mit den Portalen irgendwie nicht aufgepasst. So. Ich weiß auch nicht, wie gut das funktioniert letztendlich. Da hinten ist ein Sternchen. Ja, ja. Also ich sehe es nur auf der Minikarte, aber... So. So. Hier lang. Da lang. Da lang, da lang, da lang, da lang. Hier auch nochmal lang. Durchbrecht die Belagerung, ist das das? Ja, zur Salzöde. Ja. Muss die richtige Richtung sein. Ja, ja. It have to be right. Wir haben recht geklärt. Okay, Wegpunkteportale wäre hier auch gewesen. Wo bist du? Deswegen sage ich, ich bin noch am Ladebildschirm. Nein, jetzt nicht du, bitte. Es lädt noch. Nee, du kriegst bald den blauen Kringel. Nein. Ich geh nochmal durch. Ja, jetzt bin ich auch abgestürzt. Okay. Aber zeitlich war das sowieso jetzt. Wir werden das nächste Mal dann, bevor wir anfangen, euch das zu zeigen, da hinlaufen, wo wir hinwollen. Und genau. Dann machen wir da weiter, weil das ist die Abstürzerei noch in Kombination. Ah, jetzt bin ich wieder da. Ach, du bist wieder da. Ich bin auch wieder da. Jetzt kann ich wieder... Jetzt hat sich's gefangen. Aber ich bin alleine. Ja, ich bin jetzt... Auch wieder da. Ich bin ja zurückgegangen. Okay, nichtsdestotrotz. Wir konnten scheinbar den Bug aufhalten, indem ich zurückgegangen bin. Irgendwie so. Mhm. Ah, okay. Aber nichtsdestotrotz. Ja. Ist, glaube ich, die Zeit um für diese Folge. Ja, machen wir, weil, ja. Machen wir. Ja? Ja, ja. Okay. Okay. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.